So, jetzt. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Also ich meine, jetzt geht's los mit, ne? Ihr wisst schon. Also herzlich willkommen. Wieder zurück beim zweiten Teil dieses Abends. Hey, da ist er wieder, mein Spruch. Und ja, Timer ist mal starten. Ich grüße mal alle YouTube-Leute wieder. Alle Livestream-Leute. Und ich grüße, vorhin hat man, dann grüße ich jetzt mal die Mechaniker. Und ich grüße mal die, ja, Maler und Lackierer. Genau. Und ich grüße mal YouTube-Fan, weil er gerade auftaucht. La 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 la, jetzt geht es los mit dem LKW Richtung weiß nicht wohin. Klack. Eiskalt umgeschaltet. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Zucken zu wimpern. Los, rein! Oder ich noch was übersehen? Klack. Ja! Für die Horde. Puff. Hört die Musik. Habt ihr die Leute, die bei YouTube sind, also auch jetzt bei auch, die ist auch gerade, also die YouTube-Leute hören es ja jetzt auch gerade. Habt ihr gesehen bei dem letzten Coverbild mit dem ETS? Da kann man schön den Lichtkegel sehen. Man sieht die Scheinwerferanordnung. Voll geil, oder? Wenn er so im Dunkeln fährt, dann sieht die Scheinwerferanordnung richtig geil aus, oder? Also sieht richtig cool aus. Deswegen habe ich auch dieses Bild genommen als Coverbild. Weil du konntest halt durch diese dunkle Atmosphäre konntest du so den Lichtkegel sehen und auch die Scheinwerferanordnung. Richtig voll geil, oder? Voll geil. Haben wir gut hinbekommen. Gefällt mir so. Von vorne. War richtig cool. Haben wir gut hingebastelt. So, wie ist denn der Stand der Dinge? Wir sind in Gdansk. Da sind wir auf jeden Fall. Erkundet haben wir auch alles. Oh, sieht alles schick aus. Das heißt, wir fahren jetzt rüber. Nee, wir wollten noch hier drüben fahren. Ich würde sagen, was dann? Schaffen wir es dann noch hinzufahren? Klar doch. Da fahren wir hin. Das wollen wir wissen. Da sind wir dabei. Und zwar mal so, dass wir so rumfahren. Die Frage ist, kommt man da so rum überhaupt rein? Tja, das werden wir dann wohl wissen. Wenn nicht, wird es ein tödliches Manöver wieder. 3 Kilometer. Und dann wieder zurück in die Stadt und dann wieder schlafen und dann wieder. Und dann wieder und dann wieder. Erstmal rausgehen. Wir schauen jetzt mal, wie der Stand der Dinge ist. Sind wir überhaupt bereit für 3 Kilometer? Ah, da geht es mich schon los. Wir sind, glaube ich, gar nicht. 2 Stunden, das wird ein heftiges Ding. Das wird ein bisschen kritisch. 2 Stunden. Einmal mit Sido um den Block. Wird eng. Das schafft Sido nicht. Wir schon, aber Sido schafft es nicht. Der döst vorher ein. Also können wir nicht um den Block. Wir sind der Härter, wir schaffen das. Aber einmal um den Block schaffen wir nicht. Können wir Sido nicht mitnehmen. Tja. Das heißt... Oh, eine Fliege. Ja, stress mich. Stress weiter und du stirbst. Wie alle dann. Nee, dann wird wohl diese Safari noch ein bisschen auf uns warten müssen. Das heißt, wir haben ja noch in Gdansk haben wir noch eine offene Rechnung, Leute. Nicht mafiamäßig gesehen, sondern... Was machst du? Hör auf jetzt. Sitz. Geh jetzt weg. Ich krieg das Kreuz nicht weg. Sitzt du mich jetzt verscheißern? Mach mal weg das Ding jetzt. Okay, dann nicht. Das heißt, wir haben hier eine offene Rechnung. Wir fahren also weiter. Ich denke mal Richtung Uppsala. Auf Deutsch gesagt, zum Arsch der Welt. Ja. Dann machen wir noch schlafen noch ein Ründchen. Damit es auch schöner alles aussieht. Nee, bevor wir schlafen, machen wir schon mal unseren Check. Ich bleibe im LKW, weil irgendwie muss ich mit denen auch... Ich bleibe mal im LKW, ihr bleibt alle im Hotel. Und ich bin jetzt aus dem Hotel raus und bin schon mal im LKW, um mich mit denen anzufreunden. Irgendwie läuft es mit uns beide noch nicht so richtig. Ich muss mal eine Nacht im LKW schlafen, so geht's nicht. Ja.
Ich hoffe nicht, dass die Dienstmädchen wieder hinterherkommen, weil dann kann ich mich auf dem LKW wieder nicht konzentrieren. Aber ich habe ja genug Platz. Ja, ich glaube, ich komme mit den Dienstmädchen in den LKW. Ich denke mal, vielleicht stimmt es dem Volvo auch ein bisschen glücklicher, wenn er mal nicht ist, er nicht so ganz so alleine. Die Kamera. Wo ist eine Kamera? Ich wollte gerade sagen, ich habe die Kamera gar nicht. Unsere Kamera, unser Kameraball ist ja auch dann an. Nehmen wir alles schön auf. Ja, das machen wir hier. Ich gehe mal mit den Dienstmädchen in den Volvo. Aber erstmal, bevor ich das mache, schauen wir erstmal mal einen Check. Hallöchen! Lingo rechts, Lingo links. Rumbling Licht ist on. Danglich geht. Normal Licht geht auf. Aber jetzt kommt. Okay, alright. Muss ein bisschen weiter zurückgehen. Oh, geht nicht. Oh, shit. Sind wir so dicht dran? Ne? Da muss ein Stück vorrollen. So, jetzt. Jetzt kann man nicht schlafen, ne? Blinker rechts, blinker links. Okay. Warmling rechts ist normal. Feste Bremse. Alright. Bremsen normal ist super. Okay. Kann man so stehen bleiben oder kommt der mit oder müssen wir ein Stück wieder zurück? Kann man so schlafen? Ich glaube, wir müssen ein Stück zurück. Dann los, oder? Doch, geht. Schnarch, 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 schnarch. Und ein Tag, wie ihn der Herrgott mag. Naja, nicht so ganz, glaube ich. Es sieht nicht gut aus. Naja, mal sehen, was uns die Fracht, was wir so bekommen. Da bin ich mal gespannt. Wir wollen ja, wo wollen wir überhaupt hin? Wo geht die Reise hin? Oh, kritische Dinger hier. Wir wollten ja nach, oh, da überbrücken wir, die ganze Welt überbrücken wir ja gleich mal. Direkt nach, was? Nach Nynäshamn? Nach Nynäshamn? Wow. Ich denke mal, das ist kein Anfahrpunkt, oder? Wahrscheinlich, oder doch? Ist das ein Anfahrpunkt? Dann merkt euch mal Nynäshamn, hä? Und da, doch, das ist anscheinend, oder Stockholm, eins von beiden. Kann man da direkt hinfahren? Müsste ja theoretisch so sein, das ist ja auch ein Schlafdings und alles. Das ist also direkt anfahrbar. Wahrscheinlich sogar mit Fracht. Weil das ist ja auch Polaris, also muss man auch eine Fracht da hingehen. Was ist das da? Scania-Ding wieder. Aber richtig üble, wenn ich. Oh, richtige üble Straßenführung hier. Oh Mann, oh Mann. Das ist aber nicht Cosima-freundlich. Stockholm ist echt eine verrückte Stadt. Was ist da oben? Wow. Ach ja, ich weiß noch. Genau. Das war, wo wir das Wasser fotografiert haben und alles. Das war auch, wo wir gesagt haben, da sind wir am Arsch der Welt. Dann waren wir noch nicht ganz am Arsch der Welt. Wir waren fast am Arsch der Welt. Denn es geht ja noch viel höher. Es geht ja noch nach Uppsala. Das ist ein anderer Arsch vom Arsch der Welt. Genau. Mach's gut, schlaf schön. Träum was Schönes. Und träume von. Ich weiß nicht, ob man von der nächsten Scania Aufgabe träumen sollte. Nee. Träume von LS15 und ATS. Genau, träume davon. Und hallo, Natalu. Aber mit einer Fähre kommt man auch direkt nach Dings. Nach Karlskrona. Man könnte über Karlskrona die ganze Ecke runterfahren, nach Kalmar, weiter hochfahren, Richtung, ja, und dann, oh, böse Straße. Liebköpping, das machen wir auf dem Rückweg oder sowas. Ne, wir fahren jetzt erstmal mit der Fähre bis hoch nach Stockholm. Ja, eine ellenlange Fahrt. Da kannst du ordentlich. Na klar, Starry, logisch. Da kannst du unterwegs so richtig
In der Fähre, da kannst du bei dieser Fährenfahrt kannst du so richtig erotische lange Spiele machen. Guck mal, wie lang das geht. Da kannst du auch so richtig, ne? Da gibt es doch bestimmt eine Schlafkabine. Da kannst du auch, uiuiui, da kannst du aber so richtig unter der Dusche, im Bett, oben auf der Reling da irgendwie oder so. Nicht beim Captain, sonst kommt man wahrscheinlich zur Strafe, den Maschinenraum. Ja, Maschinenraum. In irgendeiner heimlichen Ecke im Maschinenraum, da könntest du dann auch so richtig so, uhu, yeah. Okay, dann also suchen wir uns was. Such dir was, such dir was. Das heißt also, entweder nach Nünnersem, es geht aber auch Söderstädje. Söderstädje. Wow, das klingt echt schwedisch. Söderstädje. Oder nach Nynäshamn, Stockholm. Das ist ein Wunder, dass man schon überhaupt Stockholm aussprechen kann. Gut. Nein, jetzt nichts mehr. Was? Nach Brno? Wo ist denn das? Das ist direkt um die Ecke irgendwo. Okay, da wollen wir nicht hin. Ach so, Mann, ich muss jetzt mal auf die Knöpfe drücken. Drück da erstmal auf die Knöpfe. So, jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus. Stockholm direkt. Koks. Koks nach Stockholm. Nein, das ist Fluor. Fluor ist das. Fluor. Hallo, Pfeffel. Was gibt es denn noch Leckeres? Außer Koks. Olyzyten. Nee, das war hier irgendwo intern, oder? Ja. Intern. Kalmar, ja. Wie, nach Kalmar? Also, wollte gerade sagen, Kalmar kommen wir da gar nicht direkt hin mit der Fähre. Linköping, Vaxjö. Wo waren das? Genau, das war da gewesen. Das war auch in Schweden. Nee, hier ist Koks. Das andere ist Flora. Nein, nach Preissortieren nicht. Preisegal. Wir gehen ja nach Schönheit. Ah, oh, guck mal, ich glaub's ja nicht. Direkt nach Uppsala. Mit dem Boot sogar. Das ist ja cool. Wäre auch eine Idee. Das ist natürlich auch eine Idee. Das sind wie viel? 109 Kilometer? Mehr ist das nicht? Seeweg. Der Seeweg sind 500 Kilometer Seeweg. Das ist ja der blanke Wahnsinn, ist ja das, hä? 500 Kilometer Seeweg. Wow. Das ist ja eine kleine Weltreise. Ja, wir spielen ja hier nicht nach Preise, wir spielen ja hier nach Schönheit. Ja, wir spielen ja ganz andere Welten. Wir spielen ja ganz andere Welten. Ich weiß, bei euch, ihr wollt nach Preise sortieren, weil ihr halt die fetteste Kohle abgreifen wollt oder so. Aber bei uns geht es ja nicht um die fetteste Kohle. Bei uns geht es ja, der Weg ist ja das hier, wisst ihr ja. Ja, Fotos machen, Landschaften genießen, Fahrgefühl, Abschillmodus und so, ja. Also Geld. Geld kriegen wir sowieso. Ich stell mal vor, wir spielen jetzt ETS 5 Jahre. Wisst ihr, wie viel Geld wir dann gemacht haben in 5 Jahren? Also Geld ist hier die letzte Wahl. Der Weg ist das Ziel. Und das würde heißen, eine Yacht fahren. Mit dem Boot aufs Boot, ja, das wäre eine Idee. Aber wir wollten erstmal nach Stockholm. Wir lassen uns nicht verführen. Boot ist zwar sehr schön, aber Boote fahren wir ja nicht so oft. Und dann freuen wir uns jedes Mal, wenn wir Boote fahren können. Genau. Mit dem Boot auf dem Boot erotische Spiele dann machen. Du kannst ja dann auf dem Boot gehst du auf dem Boot, um dann dort erotische Spiele zu machen. Du gehst auf dem Boot, auf dem Boot, um erotische Spiele zu machen. Aber nein, wir wollen nach Stockholm erstmal. Denn wir wollen ja die Fahrt. Das soll eine genussvolle, lange Fahrt werden. Dazu muss man leider auf das Boot verzichten. Traurig ist es manchmal, ne? Traurig. Aber gerecht. Nach Stockholm werden wir einen Digger fahren, noch einen Digger und werden immer Digger. Von vielen Digger fahren werden wir immer Digger. Ich denke mal, da bleibt also wieder mal unser Flur. Ja. Auch sehr schön. Und 18 Tonnen schwer vor allen Dingen. Aber wir pokern nochmal. Wir pokern nochmal, was uns noch Tolles erwartet. Ich denke mal, wir sollten ein bisschen pokern. Wir sollten nicht so ängstlich sein. Wir werden mal noch ein kleines Schläfchen halten. Wie spät haben wir es denn? Ja, 17 Uhr, sonst fahren wir wieder durch die Nacht. Und so überspringen wir die Nacht und fahren am Tage. Und kommen dann wunderschön gestylt in Stockholm an.
Ja, das ist eine Idee. Zack. Schnarch, schnarch, schnarch. Oh, das war aber falsch berechnet. Es ist ja Nacht. Es wird Nacht. Und das Wetter ist auch nicht schöner geworden. Im Gegenteil, es ist alles viel schlimmer geworden, anstatt schöner. Aber so ist das Leben. Das Leben ist manchmal knallhart. Und dann, wenn es am schlimmsten ist, bricht durch den Wolken ein Lichtstrahl hervor und zaubert dir ein Lächeln in dein Gesicht. Und auch ein Sonnenbrand. Tja. Weil das Lichtlein, was durch den Wolken so hindurchbricht, einen ziemlich starken Strahl hat. Nein, es pisst dich keiner an. Es ist tatsächlich, es kommt durch den Wolken. Okay, dann los. Wir können nicht immer nur die schönen Dinge des Lebens annehmen. Wir müssen uns leider auch mal den harten Dingen stellen. Klack! Schauen wir mal, was uns das harte Leben so beschert. Natrium. Natrium ist sehr hart. Linköping, Stockholm. Nochmal Stockholm. Stickstoff. Hört sich, was? Festterras, wo ist das denn? Böses Teufli. Ziegenkäse. Ja, wäre auch schön. Aber leider nicht unsere Route. Doch, warte mal. Warte mal, Ziegenkäse? Ziegenkäse, ja. Ziegenkäse. Upsala. Guck mal hier, Upsala. Diddle, diddle, diddle. Upsala, 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 Upsala. Das fahren wir dann von Stockholm. Von Stockholm nach Dengs fahren wir dann, da fahren wir dann wahrscheinlich ein Boot. Ganz geschmeidig. Eine kleine Bootsfahrt. Können wir nochmal schlafen? Legen wir es drauf an? Können wir nochmal schlafen? Warte mal, können wir nochmal schlafen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir sind ausgeruht. Nee, wir können nochmal schlafen. Na los, nochmal schlafen. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch. Ah, so schön. 11 Uhr, wunderschön. Samstag 11 Uhr, wunderschöne Abfahrtzeit. Wenig Berufsverkehr. Die Welt ist in Ordnung. Bloß, dass wir leider an diesem Tag arbeiten müssen. Aber sonst ist die Welt in Ordnung. Jetzt noch ein Spannung. Sind wir denn jetzt auch ausgeruht? Ja, oder? Können wir nochmal schlafen? Nee, meistens dreimal und dann ist Game Over, oder? Oh, jetzt kommen mal die ganzen Flüssigkeitsdinger hier. Jetzt wird es aber richtig hart. Ah nee, wir müssen erstmal nach. Okay. Oh, jetzt geht's aber los hier. Düngemittel. Düngemittel sind wir noch nie gefahren. Nach Stockholm. Rindfleisch. Mensch, das ist aber richtig. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Hüttenkäse. Guck mal hier, jetzt haben wir Gerste. Jetzt können wir alles fahren. Jetzt gibt's ja alles hier. Upsala, guck mal, Upsala, Druckluftwälder. Ne, wie hießen die vorher? Warte mal, Druckluftwälder hießen die. Wie hießen die vorher? Druckluftwälder? Druckluftbehälter, Bremses? Ne, wie hießen die? Die haben vorher anders. Wie hießen die denn vorher? Druckluftbehälter. Druckluftbehälter. Wir haben die hatten vorher einen anderen Namen. Schade. Da bin ich die so lange gefahren und hab's vergessen. Druckluftbehälter, Vorrats. Wie hießen die vorher, die Druckluftbehälter? Irgendwas mit Druckluftbehälter. Ist weg. Ist weg aus dem Kopf. Zumindest ist nicht vorrätig. Dreimal Upsala, Leute. Dreimal Upsala Bildchen fahren. Ist schon heftig, oder? Die wollen unbedingt das Boot dahin haben. Denjenigen, denen dieses Boot gehört, die wollen unbedingt das Boot nach Upsala haben. Nein, fahren wir nicht. Fahren wir da nicht hin. Wir fahren Düngemittel. Nee, wir fahren Rindfleisch. Gibt so wenig Geld. Naja, es war eine kurze Strecke eigentlich. Warte mal, wie viel ist denn nach Upsala? Muss ja rechtlich mehr geben eigentlich. 7.000. Nö, wir haben schon für Boote fahren, haben wir schon 10.000, 11.000 bekommen. 7.000 Boot fahren ist Beschiss. Da bescheißen sie uns. Und das Ding kommt aus der Grube hier. Da können wir wieder singen. Ein Häschen in der Grube saß und stieß. Na 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 na. Ja, das geht ein Häschenlein. Ja, das geht nicht. Nee, nee, nee. Das ist ja auch Beschiss. Und vor allem ist es schon wieder in dieser Kiesgrube. In dieser komischen Grubengesellschaft. Warte mal. Ich nehme das mal nur so aus Spaß. Ich will mal sehen. Das ist doch diese. Hast du gar nicht auf die Zeit geguckt. Warte mal. Ja, fahr mal da alleine hin. Also alles nicht. Was gibt's noch, was außerhalb ist? Ja, ist alles nicht so schön.
Du nicht. Und die anderen sind da unten überall. Ja, das ist alles böse. Dann Düngemittel. Da müssen wir einmal um den Block fahren. Einmal um den Block. Stunden. Nee, du musst noch die Fahrt mitberechnen. Die Bootsfahrt musst du noch mitberechnen. Glaube ich. Was denn will ich? Ich fahre doch jetzt nicht in die Kiesgrube. In die Kiesgrube fahren? Nee, jetzt nicht. Lass uns mal in die Kiesgrube fahren, wenn wir wieder in Deutschland sind. Wir wollen ja nach Schweden. Da kommen wir ganz schmutzig mit unseren LKW an. Nee, ich möchte da sauber hinkommen. Nicht so schmutzig, da erstmal voll verdreckschleudert. Mit so einer Dreckschleuder fahren wir nach Schweden. Was sollen die Dienstmädchen sagen? Da kommen wir dann mit so einer Dreckschleuder an. Ja, aber wir kommen dann mit so einer Dreckschleuder nach Schweden. Dann, nee, ich möchte sauber nach Schweden fahren. Ich will nicht mit so einer Dreckschleuder da fahren. Nee. Das ist eklig. Dann, das ist auch da drin, ist auch in dieser. Sag mal, Hüttenkäse, was verkauften die da in der Kiesgrube alles? Das ist doch diese Kiesgrube. Hab ich mich jetzt verguckt? Das ist doch diese. Die können aus der Kiesgrube keinen Hüttenkäse holen. Mal gucken. Ah ne, ist gar keine Kiesgrube. Ach so, Dalle. Trotzdem viel zu weit. Fahr jetzt bis dahin und dann den ganzen Weg wieder zurück. Nee. Das ist ja viel zu weit. Wir müssen an unsere Spritkosten denken. Wir brauchen also was in der Nähe. Jetzt dachte ich gerade, wow, aber leider nicht für uns. Eine Stunde? Das ist ein bisschen knapp. Das ist alles nur eine Stunde. Ach, dann ist das alles Betrug. Eine Stunde schaffen wir doch gar nicht. Ja, hast ja recht. Du hast ja recht. Der Bauernhof. So, dann halt Dings hier. Düngemittel. Einmal um den Block ein bisschen. Ja. Was in der Stadt ist, ist wahrscheinlich das hier Gerste. Nee, fahren wir das Düngemittelzeugs. Na, Bent. Einen wunderschönen guten Abend. Los, fahren wir das Düngemittel. Oh, können wir nochmal schlafen? Nee, oder? Jetzt haben wir es ausgereizt. Sag mal, hier, komm. Also ich glaube, wir können nicht nochmal schlafen. Wir haben dreimal jetzt geschlafen. Aber wir probieren es nochmal. Nee, wir sind fit. Wir sind richtig fit. Na gut. Es hilft ja nichts. Düngemittel. 18 Stunden Woche. Genau. Rindfleisch würde mich auch interessieren. Rindfleisch fahren. Aber ich will nicht bis dahin fahren. Es ist zu weit. Es ist viel zu weit. Warte mal, das sind ja. Genau, 62 Kilo ist nochmal. Ist doppelt so weit. Jetzt nehmen wir das. Wir nehmen also das Düngemittel. Wir nehmen Düngemittel. Düngemittel ist auch wichtig. Düngemittel nach Schweden. Damit die Felder düngen können. Ist gut. Ja. Aber ich will nicht bis so weit fahren. Ich will nicht so weit fahren. Wir haben nicht so viel Zeit in dem Fall. Da. So, Leute. Alle einsteigen. Warte, ich fahre mal ein Stück vor. So. Alle einsteigen. Noch ein Stück trinken. Die Schweden brauchen Düngemittel. Und wir kommen nicht so schmutzig an. Das ist schon mal ganz gut. Nicht, dass da mit so einer Dreckschleuder da angefahren kommt nach Schweden. Dann guckt die Dienstmädchen und sagen, naja Mann, was fährst denn du da für ein Dreckschleuder? Nee. Alle drin, Tür zu. Ich hab wieder eine Tür nicht zugemacht.
Jetzt geht's nach Stockholm. Hoffentlich verfahren wir uns nicht wieder. Ich wette, ihr könnt ja mal ein Vot abgeben. Werden wir uns wieder verfahren oder nicht? Ich wette, wir verfahren uns wieder. Nein, das ist doch Spezialdüngemittel. Das stinkt doch nicht. Wir fahren doch kein Gülle. Wir fahren doch keine Gülle, Mensch. Hast du doch gesehen, Kollege? Das ist doch, Volvo? Hast du gesehen, wir fahren noch, so ein Pritschending da, also praktisch mit Plane und so. Das ist also kein Güllewagen, den wir da fahren. Kein Gülle, wie sagt man, Gülletank oder sowas. Deswegen, wir fahren noch keinen Gülletank, der stinkt. Aber wir fahren ja, Düngemittel sind wahrscheinlich lauter Behälter in so einem Plastikkarton, also so eine Plastikdinger. Plastik, wie sagt man, Gallonen. Die werden dann umgefüllt und dann wird damit rumgespritzt oder so. Kuhdünger. Wir fahren sozusagen irgend so eine Plastikgallonen-Dinger, Gallonen, Plastikgallonen gestapelt, die dann in so eine Flugzeuge eingeladen werden und dann werden die verspritzt. Ganz gesundheitsfördernd. Das fahren wir. Wir fahren gesunden, in Gallonen abgefüllten Düngemitteln. Da fallen ja nur die Haare von aus. Das geht also. Wir cruisen durch Gdansk. Ja. Wir fahren giftiges Zeugs, das stimmt. Deswegen müssen wir jetzt auch mal gucken, ob alles dicht ist. Nicht das, was aus dem LKW raus, auf dem Auflieger rausläuft. Und, ne? Die Sachen verpestet. Sagen wir mal, dass es nicht dahin läuft, wo es nicht hin soll. Das war's. Oh Mann, wieder eine falsche Spur. Gott sei Dank ist keiner hinter uns. Wer holt die Frachtpapier? Nee, warte, wir machen es hier so. Und zwar die Zuschauer. Achte, ich muss erstmal mit dem reden. Wie spät haben wir es denn? Morning! Wir sollen Düngemittel abholen. Durchgehen? Okay. Ja, und Tschech. Ja, habe ich gelernt, ne? Habe ich gelernt. So, die Zuschauer. Achso, was Essbares kriegen wir hier nicht. Druckluftbremse, wie hießen die denn früher? Druckluftbehälter, früher hießen sie, da hatten sie einen anderen Namen, ich komme nicht auf diesen Namen. Das ist doch in Gallonen drinne, da stinkt das nicht, ist doch plastikmäßig abgeschirmt alles. Wir fahren sozusagen einen geruchsfreien Transport, hä? Richtig schön, deswegen ja. Wir fahren dieses wunderschöne Düngemittel, was so wunderschön ist. So, die Zuschauer, ihr geht mal rein, Frachtpapiere holen. Die eine, nee, die ganze, sonst hätte ich gesagt, wenn es ja was Leckeres gibt, die eine Hälfte holt die Frachtpapiere, die andere Hälfte was zu essen, aber hier kriegen wir nur Düngemittel zu essen und das schmeckt jetzt nicht ganz so lecker, auch nicht zu trinken. Also gehen alle Zuschauer Frachtpapiere holen. Und verkleidet euch wieder, denkt da, wir sind noch in Polen als Arbeiter. Ja, als Arbeiter verkleiden. Sucht euch aus, welchen Style ihr nimmt. Elektriker, Maurer, Maler, Schlosser, Klempner. Sucht euch ein Style aus. Schön Frachtpapier holen. Denkt dann, lasst euch die Richtigen geben. Achso, und wenn er reingeht, dann sagt Tschech. Ja, als Begrüßung. Habe ich gelernt. Voll der Lärm. Druckluftbehälter. Nein, die hat noch einen anderen Namen. Die hießen schon Druckluftbehälter, aber der Name war noch länger gewesen. Der hieß nicht nur Druckluftbehälter. Die hießen noch ein bisschen anders. Das weiß ich hundertprozentig. Ich habe mich ja mal darüber aufgeregt. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie hießen. Ah, nicht perfekt. Mal sehen, schauen wir. Undocking. Stück vorziehen. Wie viel haben wir denn? 20 Tonnen.
Wollte gerade sagen, der hat so komisch angezogen. Achso, da war ein Siebten drin. Ich habe mich gerade gedacht, ich dachte gerade schon, hä? Warum zieht denn jetzt so schwer an? Na ja, logisch, wenn wir am Siebten sind. Brrr. Motor laufen lassen. Obwohl, nee. Schalt mal aus, damit was tropfen hören, falls irgendwas tropft oder so. Aussteigen. Autsch, 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 autsch. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Na, guck dir mal unsere neuen vier. Schaut mal die neuen Felgen, die wir drauf haben. Yeah! Ist schickedelig. Hat uns auch ganz schön was gekostet, diese Felgen, ja? Da mussten wir aber tief in die Brieftasche reingreifen. Das hat richtig geschmerzt. Die Dinger, was haben die uns gekostet? 1800 oder so? Da haben wir richtig für hinblechen müssen für die Felgen. Aber jetzt haben wir richtig Style drauf, hä? Guckt sie euch an. Das wäre echt schade, damit in die Kiesgrube zu fahren, ne? Jetzt, wo wir die gerade erstmal neu drauf haben. Die wollen wir noch ein bisschen genießen, bevor wir die verhunzen. Wunderschöne Felgen hier. Schaut euch das an. Ja, haben wir ganz schön bezahlt. Na, ist doch wunderbar hier. Guck mal, alles hermetisch, alles dicht abgeschlossen. Dreht man nochmal gegen Reifen hier. Gut. Alles super hier. Ersatzreifen ist auch dran, ne? Na, das wird zu mehr. Aus BS. Hinten schon das Zeichen. Da weiß man, ah, gefährlich irgendwie. Aber hier steht keine gefährliche Fracht. Kein Zeichen dran. Also, normales Düngemittel. Kein giftiges Düngemittel. Hä? Es ist gesund. Sonst wäre doch so ein Zeichen. Ach, außerdem sind wir falsch rumgelaufen. Wir wollten doch immer so rumlaufen. Damit wir mal zurückkommen, gleich einsteigen können. Müssen wir uns unbedingt angewöhnen. Wir müssen andersrum anfangen. Dann können wir gleich so wieder rein, können wir gleich wieder einsteigen. So, Zuschauer, bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir wieder putzen, da müsst ihr mal ein bisschen besser, schaut mal, der Tank, der glänzt nicht so richtig, ist wieder matt. Da müsst ihr ein bisschen nachputzen, wenn wir wieder putzen. So nicht. Aber ja, hier, schau mal hier. Mal hier. Chrom, hä? Das habt ihr gut geputzt. Das sieht alles noch ziemlich frisch aus. Hier, es glänzt. Und eine Doppelhupe. Warte mal. Ja, es hört sich laut an. Ja, das hat uns, dieser ganze Luxus hat auch ganz schön uns gekostet. Oh, wei, oh, wei. Das hat uns richtig Geld gekostet. Das sage ich euch. Warte, erstmal. Na los. Wie weit? Von den Kilometerzahlen. 552. 552 Kilometer. Ey Leute, früher sind wir sowas wirklich gefahren. Da haben wir, glaube ich, ich weiß noch, wir haben einmal mit 999 Kilometer, das weiß ich noch. Damals am Anfang, bevor wir Titanium hatten, da sind wir ja mörderische Strecken gefahren. Aber richtig, ja, die mörderische Strecke nach England zum Beispiel, die war wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes war sie mörderisch gewesen. Aber richtig übel, Mensch. Junge, Junge, das war sie, das war sie. Auf jeden Fall. So. 26 Minuten noch. Wollen wir mal Dings ausmachen? Billy the Kid ist wieder da. Bald ist abgelaufen, dieses kostenlose Windows 10, oder? Dann kommt die Werbung hoffentlich nicht mehr. So. So, achso, einsteigen. Habt ihr die Frachtpapiere geholt? Da kommen noch zwei. Mensch, und gib mal ein bisschen Gas. Die Zuschauer trödeln wieder. Ihr guckt schon so lange, wie ihr es wollt. Habt euch das Trödeln schon angewöhnt. Los, behalt ein bisschen Gas hier. Ich hub mal nochmal. So, dann tschüss. Wir hauen dann ab. Wir fahren nach Schweden jetzt. Da lächelt er. Da lächelt der Pförtner. Habt ihr gesehen? Tür zu. Ich bleibe auch bei Win 7. Natalu sagt, sie bleibt auch bei Win 7. Am Freitag ist Schluss mit kostenlosen Win 10. Na, hoffentlich ist dann die Werbung auch vorbei, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ist dann ja jetzt lange genug auf den Keks gegangen, die Werbung.
Ich bleibe so lange bei Win 10, bei Win 7, bis Win 7 nicht mehr gibt. Dann wechsle ich. Nach Win 8 oder so, keine Ahnung. Mal sehen. Lass mal Win 10 erstmal alle Kinderkrankheiten beseitigen, alle Hackerlöcher ein bisschen stopfen. Ich meine, gestopft kriegst du sowieso nie alle. Es gibt immer einen Weg ins System rein. Egal welche Sicherheitssoftware benutzt, egal welche Firewall du hast, kommst immer ins System. Und logisch. Über die Leute, die praktisch die Sicherheitssysteme programmiert haben. Und lass dir erstmal die ganzen Kinderkrankheiten, vor allen Dingen Windows 10 ist ja praktisch das absolute Überwachungstool. Damit kannst du ja alles machen. Handy, das ist ja komplett, Windows 10 ist ja die Komplettvernetzung. Das heißt also die optimale Überwachung eigentlich. Das heißt, wenn wir alle Windows 10 haben, sind wir dann alle optimal überwacht. Also nicht so, als ob wir jetzt sind wir ja auch schon optimal überwacht. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt nicht optimal überwacht sind. Das sind wir jetzt auch schon. Egal, ob wir bei Facebook sind oder nicht. Er meinte, ich gehe jetzt von Facebook weg, ich fühle mich sonst so... Ich gehe jetzt von Facebook weg, ich fühle mich so überwacht. Ja, geh mal. Geh mal von Facebook weg, damit du nicht mehr so überwacht bist. Damit man mich nicht mehr so kontrollieren kann, genau. Ganz genau. Und am besten kündigst du dann noch deinen Arzt. Du kündigst dir noch den Leuten, die mal die scheiß Werbung reinstecken. Dann kündigst du noch am besten noch allen anderen Ärzten und überhaupt noch allen anderen Ämtern, damit die alle nicht mehr Bescheid wissen. Dann bist du vielleicht, wenn du Glück hast, dann nicht mehr ganz überwacht. Ob deine Monatskarte und alles überhaupt. Jeden Behördenscheiß musst du dann kündigen. Deinen Ausweis am besten auch noch. Dann bist du nicht mehr überwacht. Und am besten gehst du dann auch nicht mehr einkaufen irgendwo. Oder fährst U-Bahn. Denn da sind auch überall Kameras. Und hältst dich vom Internet fern. Dann klappt's. Dann könntest du so sagen. Das heißt also, am besten ziehst du in die Berge. Ja? Und machst über deine Fläche, wo du wohnst, machst du noch einen riesen Radarschutz, also dass man dich über Satellit auch nicht mehr sehen kann. Ja, dann bist du nicht mehr überwacht. Was? Das wird 2020 passieren. Nathalou sagt, nein, die könnten auch so sein. Sehr witzig, Dankeschön. Danke für den Sarkasmus. Ist verstanden worden, angenommen, abgespeichert und ACTA gelegt. Ja, 2020. Ja, diese Info könnte sich mit meiner Info im Kopf decken, was du da sagst. Aber ich habe so ein Gefühl, 2018, 2017. Bin mir aber nicht ganz sicher mit Windows 7. Es geht etappenweise. Erst geht Windows 7, Windows 8. Und dann, ja, dann wird's Nacht. Denke ich mal. Vielleicht für Gaming ist Windows 10 nicht uninteressant. Ich sag nur DirectX mal 12. Mal 12. X12. Ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Oh Mensch, das konnte ich gar nicht weiterlesen. Da wollte irgendjemand was schreiben. Das ist nett, wenn du dich unterhalten willst. Dann steig bei Windows 7 und 10 mit ein. Wir unterhalten uns gerade über Windows. Steig mit ein. Was sagst du zu Windows 7 und Windows 10? Da kannst du mit einsteigen. Genau. Unterhalte dich mit uns über Windows 7 und Windows 10. Was kannst du dazu sagen? Wie findest du es? Findest du es schön? Oder findest du es schlecht? Oder hast du Windows 8? Wäre mal interessant. Oder sagst du, nee, ich habe eigentlich noch Windows XP, weil ich eigentlich ganz glücklich bin mit Windows XP. Wäre ja auch eine Idee. Wollen wir hier noch was fotografieren? Oh, guck mal, das ist schon wieder so ein alter Kahn. Warte mal, wir fahren ja mit einem uralten Kahn. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? 33 Stunden. Das kann ich jetzt nicht gut abschätzen, wie lange wir noch denn im Moment schätzungsmäßig, das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt machen können, mal aussteigen. Da steigen wir am besten mal aus. Bleibt mal von euch welche drin, falls hier der Hafenpolizist kommt und sagt, warte mal, wollen wir den fotografieren? Dann denken die Leute, wir haben Scania wieder. Nein, das war nicht. Nein, wir haben Scania Bilder gemacht. Machen wir nicht. Haben wir jetzt eigentlich schon. Doch, wir haben schon Bilder. Haben wir Bilder gemacht? Ich habe schon völlig verdrängt alles. Ne, wir haben noch keine Bilder gemacht, oder? Hiermit geht's los mit Eurolines fahren wir jetzt. Schwimmen wir jetzt. Linfan sagt, Win 10 ist super. Super. Super Subaru.
Super Subaru. Ja, früher, später haben wir noch alle Windows 10. Da kommen wir gar nicht drum herum. Da kommen wir gar nicht drum herum. Ich meine, es entwickelt sich ja alles weiter irgendwie. Ist doch klar. Lächeln? Jetzt muss ich erstmal überlegen, welche Taste war jetzt zum Foto machen, ja? So lange ist Scania gespielt. Lächeln? Mit dem Schifflein fahren wir. Wo kommen wir da rein? Von hier. Die haben noch zu. Dürfen wir da mal reingucken? Kommen wir da rum? Können wir da rüberspringen? Das wird ein bisschen kritisch. Aber doch. Hopp! Kriegen wir doch hin. Wir sind ja assassinemäßige Skill. Dann kriegen wir es doch hin, oder? So, hier geht es also nachher rein. Ist aber nicht unser Problem. Das fahren wir nicht selber rein, oder? Das fahren diese komischen Scania-Leute rein. Also was wir vorher, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben auch schon den LKW reingefahren. Das heißt, das machen dann diese Scania-Profis. Und die haben es wirklich drauf. Diese Scania-Profis, die haben es drauf. Ja? Ich gehöre ja auch schon fast dazu. Wenn ich alle Prüfungen abgeschlossen habe, dann bin ich auch ein Scania-Profi, oder? Irgendwie so. Können wir mal einfach mal ein Spontanbild. Da gehen wir jetzt aber nicht rauf, weil ich glaube, es gibt hier, es ist nicht ganz so erotisch, dieser Kahn. Oh, hopp, ah. Eines da ist gleich bestimmt hängen und knallt da irgendwie, schlagt da auf irgendwie. Gibt es hier noch was zu sehen? Nee. Boah, schaut euch mal den... Nein, wir gehen nicht unter. Denkt dran, früher oder später bekommen wir alle Windows 10 und dann haben wir auf alles, über alles Windows 10. Außer Linux kommt man ein bisschen aus dem Hintern, dass man auf Linux auch Spiele spielen kann, richtig gut. Dann ist Linux natürlich ein ernstzunehmender Gegner dann. Auch solange man nicht alles drauf spielen, zocken kann, ist natürlich problematisch. Außer du machst, nee, da brauchst du wieder einen megamäßigen Rechner. Nimmst Linux, machst praktisch eine, na, dass du praktisch auf dem Linux lässt du praktisch ein Windows laufen. Aber dann noch ein Spiel dazu und hast du wieder ein mächtig ressourcenfressendes System. Das wäre auch eine Idee. Machst ein Linux-System, aber assimilierst das Windows 10, nee, Windows 7, nee, oder ja, Windows 7, nee, Windows 10 dann. Aber es trotzdem, es bringt alles nichts. Also früher oder später hast du dann dein Windows drauf. Dein letztes neues Windows. Also wie bei jedem Windows. Jedes Windows ist ja das letzte Windows gewesen. Was kommt nach Windows 10 dann? Windows 11 oder 12 oder 13? Oder ist es jetzt... Weil sie hatten ja mal gesagt, das ist das letzte Windows. Tja. Es wäre schön, wenn sie mal ein Windows mal richtig gemacht hätten. Also, dass es einfach mal läuft. Und nicht immer noch ein Windows und noch ein Windows und noch ein Windows. Und einfach mal ein Windows richtig machen. Das wäre doch mal was. Und dieses Windows, was sie richtig gemacht haben, mal auch weiter ausbauen. Verbessern, verbessern, verbessern. Weil es hört sich halt schöner an, ne? Windows 7, jetzt gibt es Windows 8, dann machen wir Windows 10, dann machen wir Windows das, machen wir das. Natalu will einen Führerschein machen. Natalu, für PKW oder LKW? Willst du vielleicht auf amerikanischen Truck? Machst schon mal einen Führerschein auf amerikanischen Truck, dass du ATS in Amerika fahren kannst. Also real dann, real ATS in Amerika. Gut, los, lass uns rüber. Lass uns rein. Es gibt nur einen Weg. Hey, cool, es geht dahin, wo ich hin will. Es geht genau, es gibt nur einen Weg und der geht dahin, genau dahin, wo ich hin will. Na, ist doch super. Ist doch richtig schick. Da blüht doch das Herz, wie sagt man, da blüht doch das Herz auf. Achtung, Pots of Kalians. Geil. Oh yeah. Da können wir. Hier waren Leute, jetzt genießt jeden Meter. Wir sind ja zum ersten Mal. Was? Um mögliche Fahrziele anzuzeigen. Naja. Rücken Sie ein Stück vor auf los. Machen wir es auch nicht. Utsch, utsch, ist mir beinahe ins Wasser gefallen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Lassen wir uns nicht nehmen. Gamer sind geil, so geil, weil wir haben Spaß im Leben. Gamer sind geil, so geil, weil wir mal Gas geben. Gamer sind geil, so geil. Lächeln. Und das, meine Lieben, lassen wir uns nicht nehmen.
Yeah! Schweden, wir kommen! Guck mal hier. Der Titel dieses Bildes könnte heißen Schweden, wir kommen! Lächeln? Schweden, wir sind da! Wir sind frisch reingekommen, Schweden! Sieben-Sterne-Hotels. Luxus pur, Moorbäder. Massagen überall, von Öl bis feucht bis trocken, alles gibt's hier. Junge, Junge. Wir sind, wie hieß das nochmal, Nia Sam, hä? In Nia Sam oder so. Woo, yeah. Wir, genau, von hier aus, war? Ja, irgendwie so. Ja, warte mal. Ich spüre das Bild. Es entsteht in meinem Kopf, warte mal. Ja, so irgendwie so. Warte mal, mach mal ganz Licht an. Also mit dem Wasser. Titel heißt Schweden, wir kommen. Warte mal, so vielleicht, oder? Ein bisschen mehr Wasser vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Irgendwie, es muss freiheitsmäßig werden. Ja, so vielleicht. Welche? Warte, ich wollte einen LKW machen. Was? Ich wollte erst einen LKW machen, weil ich in der Frage bedient wird. In dem Paketedienst. Ah, wollte. Bei der Post. Naja, PKW reicht da. Deine Meinung nach? Die sollen wissen, aber ich wäre. Wow, du fährst dann LKW bei der Post. Das ist ja da was. Das ist aber ein ganz anderer Level. Also, das ist ja schon Postlevel extra large. Das ist ja. Wenn du bei der Post noch einen LKW-Schein da bei der Post LKW fahren willst, das ist ja ein ganz anderes Ding dann. Da bist du ja auf einem ganz anderen Level dann. Aber machen wir noch hier nochmal. Da hast du ja in dem Sinne gar nichts mehr mit Paketen hier mit Austeilen zu tun, oder? Also, du kannst ja die großen Postpakete fahren, von A nach B oder so. Ja, die großen, von, keine Ahnung, von Berlin nach überall und oder so, wohin, oder von deinen Dings aus. Was bist du denn dann? Dann bist du aber kein Postbeamter mehr. Was bist du denn dann? Jetzt, wir kommen. Ich bin gerade auf dem Boden angerobbt. Das bin ganz schmutzig. Nein, ich bin im russischen Laufstil bin ich angekommen. Dann los. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir jetzt verbraucht? 13 Stunden. Für wie lange? Achso, wir müssen das mal rausfahren. Dann kommt die neue Anzeige. Die meine, ich bin zu zierlich dafür. Oh. Also nichts mit LKW. Fahr da bloß nicht gegen den Pfeiler. Dann bricht das ganze Schiff noch auseinander hier. Und langsam raus. Warte mal, ist da hinten offen? Mich rückspiegelt, da könnte man denken, da hinten ist offen. Schweden, wir kommen! Wo muss man denn hier lang? Na, wahrscheinlich hier lang. Ist das jetzt falsch? Ach Mensch. Stimmt, wir hätten ja den LKW noch ein Stück rausholen können. Ah ja. Ich mach mal ein Foto, bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Aber hier kann man bestimmt noch coole Fotos machen. Mir fällt aber im Moment im. Wie spät haben wir es denn? 23.21 Uhr. Hätten wir da jetzt durchgemusst oder so? Nö, oder? Das ist wahrscheinlich für die Leute, die kommen. Da ist auch ein Zaun davor. Die warten alle. Ihr wartet alle. Stimmt's, dass der Zaun aufgemacht wird, damit ihr da alle reinmarschieren könnt? Ja. Wir kommen ja gerade. Hey! Schwedische Fahne, ne? Hier vielleicht nochmal ein schönes Foto machen.
Ja, komm schon, das hat was. Wollt ihr? Nee. Guck mal, was ihr heute fahren. Steig mal nochmal aus, ich will nochmal sehen. Komm, steig aus, wir wollen gehen. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. So, wer von euch will heiraten? Da oben ist eine Kirche. Wenn wir schon mal hier sind, auf Schwedisch heiraten. Das ist richtig abgefahren, Leute, auf Schwedisch heiraten. Ja, da geht's richtig ab, so Odin-mäßig. Ist ja so ein bisschen Odin-mäßig, zieht über Norwegen so rein, die Geschichte. Ja, da könnte man so richtig schwedische, göttermäßige Odin-Hochzeit machen. Wer muss heiraten? Wer will heiraten? Wer muss vor allen Dingen? Ihr wisst ja, ich als LKW-Fahrer bin ich auch sowas ähnliches wie ein Captain. Ich kann, glaube ich, die Trauung selber vollziehen. Ja? Captain Cosima kann auch selber, traut auch gern. Also ich trau euch auch. Ich muss mich dann bloß verkleiden als göttliche Odin-Vertreterin. Nein, das ist doch keine normale Kirche, Natalu. Das ist doch keine normale. Was meinst du, was da drinnen los ist? Das ist doch hier mit Odin und so. Hammer werfen. Thor und alles. Ja, der kommt extra von Norwegen rübergezogen. Und Schweden, die hängen doch hier rum in der ganzen Ecke. Norwegen, Schweden, die hängen in der ganzen Ecke rum. Odin, Thor. Der Motor ist echt laut. Wir hätten ihn abstellen sollen. Aber von hier aus geht das nicht. Nein, wir brauchen ein schönes Bild. Die Sonne blendet. Ich hätte eine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Ja, vielleicht von hier. Hopp! Eigentlich wäre es cool, wenn wir so eine Biege drehen und direkt vor der Fahne irgendwie oder so, oder? Mit der Fahne. Ja, komm, wir machen mit der Fahne. Bin mir nicht ganz sicher. Nicht so hoch. So groß sind wir nicht. Die Kirche. Wenn ich jetzt hart rumziehe, nehme ich das Schild mit. War ja klar. Ja, Feststellung. Das darf ich gar nicht so hart rumziehen. Mist. Dann fahren wir ein Stück zurück. Wow, was für ein Sound hier. Gott sei Dank ist keiner hinter uns. Die fragen sich auch schon, was macht die da mit ihrem LKW eigentlich? Weil wir sind in Schweden, wir müssen Fotos machen. Das Recht dürfen ja wohl nicht nur die Leute haben, die immer sagen, komm, Foto, mach ein Foto. Ja, wir wollen auch Fotos machen. So nämlich. Zeig mal her, wie sitzen wir draußen? Ja. Jetzt. Ah, jetzt ja. Was macht man nicht alles für ein Foto? Autsch. Ah, ich bin mir gerade gestoßen. Ja. Jetzt kommt's. Ja, das ist schon so. Oh, es ist gerade geschwebt. Hoffentlich hat es keiner gesehen. Das ist es. Schweden, wir kommen. Das ist das Bild, Schweden, wir kommen. Welche? Schweden, wir kommen. Ein Stück vielleicht näher ran, oder? Das auf dem Cover. Auf dem Cover ist es ja so klein, da siehst du ja nicht so viel. Ja, so. Warte, jetzt. Das ist es. Schweden, wir kommen. Gut. Guck mal, die Felge, jedes Mal. Juhu. Guck mal, die Felge ist sogar passend zu dem Aufreger. Vom Feinsten. Ich konnte es nicht lassen, ich muss noch mal die Fototaste drücken.
Okay, los jetzt. Jetzt müssen wir arbeiten, Leute. Jetzt haben wir genug Vergnügen. Jetzt muss er ein wenig arbeiten. Die erwarten uns ja schon mit dem Düngemittel. Die wollen irgendwas besprühen. Vielleicht die ganzen Flamer und Lämer. Kann durchaus sein, dass wir es dafür bringen. Dann werden die alle besprüht und dann lächeln die alle. Das kann durchaus sein. Also am liebsten würde ich ja noch zu der Kirche da rumgehen. Das machen wir nächstes Mal. Also. Juhu, wir sind in Schweden, Leute. Yuppie! Oh, guck mal, wie verträumtes Häuschen hier. So ein verträumtes Häuschen. Da stehen welche. Das sind drei Frauen, die da stehen. Nee, ein Kerl und zwei Frauen. Ein Männlein und zwei Weiblein. Guck mal, das schöne Häuschen hier. Ich kann es nicht lassen. Guck mal, sag mal ehrlich, das sieht so verträumt aus. Guck mal, ein Fahrräderchen und so. Voll schön. Mann, das ist richtig toll hier, die Gegend, oder? Wollen wir hierher ziehen? Wer will hierher ziehen? Direkt am Wasser. Kann man in der Bahn gehen. Wird zwar ein bisschen frisch sein, aber es härtet ab. Danach kannst du auf jeden Fall den Hammer schwingen. Ein ganz schöner Verkehr hier, was machen? Guck mal, da links rum geht es zum Zentrum. Wir müssen aber Richtung Stockholm hier. Sag einmal, wo kommt ihr alle her? Ist da ein Nest? Jetzt. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Niasan, bitte sehr. Und es geht berghoch. Aber ja, mit 540 PS, denke ich mal, ziehen wir das Ding noch locker nach oben. Muss ja ein Licht anmachen, oder? Ja, wir haben ja Licht, aber... Ja, doch. Haben wir Fernlicht an? Oh. Entschuldigung, wir hatten Fernlicht an. Vor lauter schwedischer Begeisterung habe ich das leider nicht so ganz gemerkt. Zuppelmann, hör mal kurz auf zu zuppeln. Ich will mal kurz Kuckemann machen, Zuppelmann, okay? Polaris. Kollege? Der Kollege wird auch gerade gedacht haben, was ist mit der los? Ja, Touristen halt. Touristen sind so. Cosima, denk dran, du musst, dass du richtig fährst. Oh, guck mal, da geht's zum Wasser. Mann, ich würde gerne mal zum Wasser gehen und gucken. Wir haben fast keinen Sprit mehr und so weiter geht. Wir sollten tanken fahren. Leute, Hotel! Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt noch? 32 Kilometer. Aber wir müssen ja nach Stockholm. Aber hier könnte man wunderschön. In dem Hotel müssen wir auch mal dann einkehren. Schön hier. Aber es ist ja ein kleines Städtchen. Aber klitzekleines. Hier tanken wir mal. Hey, du hast es richtig geraten. Nee, du hattest nicht richtig geraten. Nee, ich glaube, das ist gar nicht von Otto. Und zwar war das dieser komische Typ mit dem Bart, oder? Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Gibt's denn auch so viele Schlümpfe? Ja, so viel wie kaputte Strümpfe. Na, 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 na. Das war nicht Otto. Nee. Na, 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 na. Das war dieser komische Typ mit so einem fetten Bart. Ich weiß nicht, wie hieß denn der mit diesem Bart? Ich na 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 da 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 Ja, da hat Otto vielleicht nachgesungen, aber das Original ist dieser komische Typ mit dem Bart. Der hat dann auch dieses Schlumpflied gemacht, was sagt der Schlumpf? Oder so, dieses traurige Lied. Ja. Das Original muss aber von dem Typen sein mit diesem Bart. Ich weiß nicht, wie der hieß. Und der hat dann auch, was sagt der Schlumpf, gesungen. Also, der singt irgendwas und der Schlumpf, ja, das alles so traurig ist. Ich komme bloß nicht auf den Namen. Ich komme bloß nicht auf den Namen, wie der Typ heißt. Den habe ich ja, da war ich ja ganz klein, wo ich das gehört habe. Oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vater Abraham hieß der. Ich glaube, das war Vater Abraham. Genau, Vater Abraham. Vater Abraham.
Was sagt der Schlumpf oder so? Dieses komische, traurige Lied mit diesem Schlumpf, so traurig irgendwie. Das war irgendwie ein trauriges Lied auf jeden Fall. Was sagt der Schlumpf oder wie das heißt? Vater Abraham. Gib mal bei Google Vater Abraham an, dann weißt du schon. Ja, so viel wie kaputte Strümpfe. Bisschen tanken. Vater Abraham. Otto ist ja erst viel später gekommen mit allen möglichen Sachen. Also Otto kam ja erst viel später. Und ich kenne dieses, sag mal, mit Schlümpfe und so, das ist doch schon ewig, oder? Das ist schon 1000 Jahre alt, die Schlümpfe. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall Vater Abraham. Na, 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 Mensch, warte mal, was war denn das für eine Tankstelle überhaupt? Na gut, sonst hätte ich gesagt, bring mir noch ein Kaffeechen mit. Aber wir haben zu tun. Wir haben zu tun. Genau. Also, wer es nicht weiß, gib mal bei Google ein Vater Abraham. Der hat ja auch diesen komischen Slang drauf. Sag mal, wo kommt denn ihr denn her? Aus Lumpfauden, bitte sehr. Der hat ja auch diesen komischen Sprachstil, dieser Typ, Vater Abraham. Hat 1225 Euro getankt? Echt jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Echt jetzt? Ich habe echt nicht aufgepasst. Ich war gerade beim Schlümpfe singen. Jetzt Nian Sam, oder wie heißt es? Nian Sam? Mach's gut. War schön. Ach so, jetzt können wir uns zurücklehnen. Übrigens, wir fahren jetzt hier in Neuland. Hier sind wir noch nie gefahren, oder? Das heißt, wir müssen aufpassen. Wenigstens ist der Slipstream bei uns. Das heißt, wir müssen ja von draußen bis hin. In Schweden gibt es immer abgefahrene Dinge zu sehen. Da müssen wir aufpassen. Oh, er nun wieder. Will uns überholen. Da hat sich da einer eilig. Ja, hier kann man jetzt gerade nicht gucken, ist voll doof. Der wollte schon wieder überholen. Kollege, warte auf. Was ist hier? Ich muss mich konzentrieren. Mist. Mensch, ich wollte hier mal was genießen und gucken und so und alles. Aber der Kollege heizt voll rum. Kollege? Was ist denn hier los mit euch alle? Ich wollte mal ein bisschen gucken. Was für Schild stehen. Ist ja schon. Hier. Oh, reagiert wieder nicht. Was ist denn das da hinten? Was ist denn das hier? Was soll denn das sein? Ist das eine Ampel-Dings? Nee. Eine Ampel mitten auf der Straße kann es ja nicht sein. Ne? Was soll denn das für ein Ding? Ein Blitzer? Ist das ein Blitzer oder was? Was ist denn das? Ist das ein Blitzer? Der Ugländer, der, ich wollte schon sagen, der energische Busfahrer, der dort uns überholen will. Wir haben jetzt geblitzt, aber so langsam sind. Entspannt euch mal da hinten. Überholt doch einfach. Oh, guck mal da hinten. Könnt ihr das sehen? Seht ihr diese? Entweder geht da hinten der Mond auf oder da ist eine Riesenkuppel. Schaut mal da hinten, könnt ihr das sehen? Was ist das denn?
ist denn das da hinten? Ist das jetzt der Mond oder was ist das? Ja, also wenn es nicht der Mond ist, was ist denn das da hinten, diese Kuppel da hinten? Könnt ihr das sehen? Scheiße, was ist denn das? Soll das der Mond sein? Warte mal, ist ja dann in die nach... Ja. Nach da. Oder? Ist das der Mond? Muss ja wohl. Ist der Mond hier so dicht? Ist in Schweden der Mond so dicht? Wo müssen wir lang? Müssen wir links rum? Schade. Rechts rum. Das kann ja nur der Mond sein, oder? Das kann ja jetzt nicht schon wieder was Außerirdisches sein. Also wenn das was Außerirdisches ist, was ist denn das dann? Ist das hier unser Spitz? Also ist das dann die Haut? Also was ist denn das? Guck doch mal. Sieht aus wie eine Sphäre. Star Trek Sphäre. Bauen die da die Sphäre? Das sieht doch nicht aus wie ein Mond. Scheiße, was ist denn das? Ich will jetzt wissen. Wir fahren mal bis zur Ecke. Ja doch! Dass wir nirgendwo ranfahren können. Immer, warum entdecken wir immer solche Sachen? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 12 Stunden. Wie viele Kilometer? Ach, nicht diese Taste. 13 Kilometer, noch 12 Stunden, echt jetzt? Da haben wir einen schönen Bonus bekommen. Zeig mal kurz, ich will diese Kuppel da sehen. Da. Wir haben ja 13 Stunden. Lass uns mal ein Stück in die Richtung fahren. Da können wir wieder nicht wenden, oder? Guck mal die Straße. Wie weit geht denn die Straße da? Da ist keine Straße. Doch, da geht's so. Schon wieder? Hey, Gamer Convention. Hier geht's wieder zur Gamer Convention. Dann fahren wir mal kurz die Straße da lang. Um näher ranzukommen an diesem sogenannten, was immer es da ist. Wir haben schon wieder was entdeckt. Schweden, ich sag euch Leute, Schweden ist komplett infiltriert von den Außerirdischen. Schau mal, was das ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob das, muss ja der Mond sein, oder? Also, ich habe aber noch nie einen Mond gesehen. Hier haben wir wieder die Gamer Convention. IKA ist jetzt immer die Gamer Convention für mich. Die IKA Gamer Convention. Wir kommen diesem Mond näher. Das ist kein Mond. Jetzt verschwindet er langsam. Halt mal an. Da müssen wir jetzt mal zum ersten Mal wieder eine Son Goku-Manöver machen. Wir müssen ja zum ersten Mal aussteigen. Ich meine, wir haben da irgendwas gesehen. Ich meine, da verschwindet es. Wir müssen ja zum ersten Mal, nehmen wir jetzt wieder eine Bohne, ja, eine Son Goku-Bohne, um in die Lüfte aufzuheben. Weil wir wollen wissen, was es ist, ob das der Mond ist. Dazu gehen wir bis zum Platz da hinten hin. Wir machen es hier hinten, wo keiner das sehen kann, dass wir das drauf haben. Nicht, dass die sich nachher noch alle Angst bekommen, dass wir diese Fähigkeit besitzen. Wir machen es hinter dem Baum, wir machen es hier hinten. Ist da hinten der Mond oder was ist das da hinten? Was war das, was wir gesehen haben? Wir machen es hier hinten, den Zaubertrick. Hier hinten sieht uns keiner. So. Achtung! Wir heben jetzt ab. Kame, Hame, Ha! Alter Falter. Das ist, ne? Also ich bin sprachlos. Todesstern? Ist dort der Todesstern in Schweden? In Schweden ist der Todesstern. Die bauen hier den Todesstern, Leute. Was ist, ich meine, beides, das ist der Todesstern. Die bauen da den Todesstern nach. In Schweden. Das müssen ja dann meine Leute sein, oder? Ich weiß, ich habe gar keine Information bekommen, dass wir hier einen Todesstern bauen in Schweden. Was ist denn ein Ding? Also, das glaubt jetzt ja gar keiner. Warte mal, wir müssen mal umschalten auf
wo die Frachten sind. Hier Stockholm, nee, in Stockholm, ja, in Stockholm bauen sie einen Todesstern. Noch ein Foto machen. Lächeln? Nee, nee, das geht nicht hinfahren. Das geht leider nicht. Hinfliegen geht nicht. Unsere Bohne lässt langsam gleich nach. Der Todesstern in Schweden, in Stockholm, das ist ja ein Ding. Da, siehst du, jetzt lässt die Energie nach. Also kein Mond. Ich habe also richtig gesehen. Dich. Oh, das war was. Die Bohne, habt ihr gesehen? Dank der Son Goku-Bohne und den Kamehameha konnten wir hochfliegen. Wir haben den Todesstern in Stockholm gesehen. Das glaubt uns ja wieder keiner. Wir haben ein Foto gemacht. In Stockholm bauen meine Leute den Todesstern nach. Das heißt also, ich habe doch gar keine Information davon bekommen, dass wir einen Todesstern nachbauen. Also in Schweden ist echt was los hier. Also das heißt, wenn ich meine Raumschiffe fertig habe, bei uns in Berlin, dann starten die, wird hier der Todesstern gestartet, in den Weltraum natürlich, dass er sich in den Weltraum positionieren kann. Und dann starte ich von Berlin aus das, die Angriffswelle, während vom Todesstern aus oben praktisch dann ja, global sozusagen eingegriffen wird. Also für Notfälle, nicht? Von oben global, vom Todesstern aus und vom Boden aus für die Bodenstation bin ich dann zuständig praktisch. In Stockholm ist der Todesstern. Das ist die Hauptstation. Hier ist die Hauptzentrale. Also die Oberzentrale. Ich meine, ich habe auch eine Hauptzentrale. Ich bin ja praktisch der Commander in Örebro, ja, mit meinem Commanderschiff, aber die obere Direktive, die Oberdingse, die Generalzentrale, die ist hier tatsächlich in Stockholm. Da haben die tatsächlich, bauen sie den Todesstern nach. Ich glaube, ich spinne. Die Borg. Könnte natürlich auch von der Borg-Drohne nachgebaut sein, weil die ja abgestürzt ist hier. Ja, dass sie abgestürzt ist, dass hier die praktisch das Rundding nachbauen will. Das muss ich erst mal in Erfahrung bringen. Ob das unser Todesstern ist, von uns gebaut, oder ob tatsächlich die Borg in Stockholm ein neues Mutterschiff bauen. Das muss ich erst mal in Erfahrung bringen. Aber ich glaube eher, dass es von uns ist. Weil die Borg sind ja in Göteborg hängen geblieben. Fuck, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Natalu, hast du das mitbekommen? Wir haben gerade den Todesstern entdeckt. Wahrscheinlich. Das ist ein Ding. Wir haben gerade den Todesstern entdeckt. Können wir hier irgendwie klassisch wenden mit unserem Auflieger? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Was ist, wenn ich jetzt da so quer reinfahre und dann da wieder raus? Geht es? Wird ein bisschen ruppig. Probier's mal. Komme ich da durchgefahren? Man müsste die ganze Biege einmal rumdrehen, oder? Nee, komme ich da rum? Es wird ruppig. Rückwärts kann ich nicht fahren, weil alle hinter mir sind. Nee, außerdem, nee, dann geht der Auflieger wieder, dann kriegen wir wieder Strafe. Scheiße. Na gut, wir haben ja fett Zeit. Oder hier, nee. Kriegen wir drauf nicht gewendet. Na gut, da fahren wir einmal rum. Um die Gamer Convention. Das ist ja ein Ding. Auch ein Mutterschiff irgendwo rumsteht? Jetzt weiß ich auch, warum man... Können wir hier reinfahren? Nee, lass mal. Theoretisch müsste man hier reinfahren können. Nee, lass mal. Das ist ja ein Ding. Guck mal, was wir noch so sehen. In Stockholm steht der Todesstern. Mensch, fährst doch einen Scheiß zusammen. Jetzt komm, benimm dich mal wieder. Los jetzt hier. Ja, du hast ja recht. Das hat er geknurrt. Der Volvo hat gerade gesagt, was fährst du für eine Scheiße zusammen, hat er gerade geknurrt. Hast ja recht. Aber hey, Volvo, sag mal selber, wir haben gerade den Todesstern gesehen. So, wie müssen wir jetzt fahren? Wie fahren wir jetzt am besten? Hier können wir rechts reinfahren, direkt zur Gamer Convention rein. Kommen wir auch nicht auf den Arsch. Doch, dann biegen wir doch hier wieder rein, damit wir auf die Spur kommen. Und da? Einmal rum. Da geht's einfach nur rum. Mach mal die Strecke erstmal, dass wir vorankommen. Wie viel Zeit haben wir noch? 11 Stunden. Sieht doch immer alles geschmeidig aus hier. Lass doch mal die Taste. Ne, ich glaube eher, dass das ein Ding von meinen Leuten ist. Weil wir ja praktisch, wir sind ja sonst praktisch nur, so haben wir praktisch auch die globale Kontrolle praktisch theoretisch. Wir steigen praktisch mit den Mutterschiffen auf.
um praktisch die kleinen Schiffe zu verteilen in den jeweiligen Städten. Dafür sind die Mutterschiffe ganz gut, während vom Orbit aus praktisch der Todesstern sozusagen global alles koordiniert. Du brauchst ja praktisch auch eine globale Koordinationszentrale, damit du von oben aus alles steuern kannst. Damit du halt sehen kannst, wo die ganzen Schiffe alle verteilt sind, die großen Schiffe. Ich meine, ich habe es ja auch mal, in meinem Schiff habe ich ja eine riesen Radarzentrale alles, wo ich dann die ganzen Mutter, die ganzen Schiffe kontrollieren kann und bin dann im direkten Kontakt wahrscheinlich dann, weil mir wurde nicht Bescheid gesagt, und bin dann wahrscheinlich im direkten Kontakt mit dem Stern dann oben, dem Todesstern. Aber mir, das hat man mir bis jetzt noch nicht gesagt. Das heißt, ich muss dir erstmal zur Rede stellen, was das für was das soll. Warum ich davon nichts mitbekommen habe. Das wird es wahrscheinlich sein. Die Borg, das sind doch die Russen, da sind wir doch alle dran. Die Russen, die Borg, die haben doch da einen Schach gehalten. Wir hätten uns mal bei Göteborg besser umschauen sollen. Auch bei Dings, bei den anderen Borgstädten. Ob man da vielleicht irgendwo die Borg sehen kann. Da steht irgendwo so ein Kubus rum, kann ja sein. Haben wir die Borg? Haben wir einen Todesstern? Deswegen leckt es hier so rum. Wegen der Raumverzerrung. Die Kollegen, warte mal, schauen wir noch zurück. Kann man sehen? Da kommt es. Ist ja nicht zu übersehen, der Todesstern. Ist nicht zu übersehen. Ich hab's erst gedacht, der Mond. Guckt euch das an. Für Natalu, ja? Natalu, wenn du noch da bist, da hinten, da kannst du den Todesstern sehen. Wir waren eben ein bisschen höher gewesen. Wir haben eine Bohne, Son Goku-Bohne geschluckt und konnten dann hochfliegen und haben dann gesehen, dass da ein Todesstern steht. Zip. So, dann los, dann weiter. Na, das ist ja ein Ding. Kollege? Ja, wenn nicht, kannst du es ja noch mal im Video sehen. Du siehst es ja dann bei YouTube. Oh Mann, jetzt. Sag mal, spackst du jetzt rum? Du hast doch 540 PS jetzt. Hör mal auf jetzt hier. Du musst es doch mit Gewalt schalten. Mensch. Ich bin so verwirrt von dem Schiff gerade da, was wir gesehen haben. Da bauen die den Todesstern noch. Ein richtiger, das Natalu, das musst du dir auf dem Video anschauen. Ein richtiger Hoshi. Also ein richtiges Ding. Wir sind ja ganz, ganz oben gewesen. Wir konnten es gerade sehen. Und weiter hinten, links davon, da siehst du irgendwelche Landebahnen und so. Da siehst du so eine Andockstellen. Wahrscheinlich dann vor unsere Mutterschiffe. Wenn es dann losgeht, fliege ich nochmal zum Todesstern. Um den zu beschützen beim Starten, wenn der startet, damit der halt nicht abgeschossen wird. Denke ich mal, Mist. Damit hier die ganzen militärkomischen Kinder-Militärflugzeuge den nicht abschießen, kommen nochmal unsere Mutterschiffe alle. Also ich mit meiner Schiffscrew, die ganzen, um den zu beschützen, wenn er startet, und dann ab in den Orbit damit, und dann geht's los. Werden zeitgleich aus den ganzen Garagen überall die kleinen Schiffe rausfliegen. Ja, und dann wird der Planet übernommen. So sieht also der Plan aus. Ich bin aber von der Geschäftszentrale wurde ich in diesen Plan nicht eingeweiht. Bis jetzt. Vielleicht wollten sie mich überraschen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht wollten sie mich ja überraschen, weil ich stehe ja so auf Überraschungen. Ich mag ja so Geschenke auspacken und Überraschungen, und das mag ich ja so. Vielleicht haben sie ja sich gesagt, ach Mensch, wir werden mal Cosima noch nicht Bescheid sagen. Und dann werden wir sie bei der nächsten Geschäftssitzung, wenn wir dann alle am großen runden Tisch sitzen, ja, die ganzen Außerirdischen alle, werden wir das dann verkünden, und Cosima freut sich dann wieder wie ein Schneekönig, wie die Schneekönigin. Wahrscheinlich. Ich freue mich dann wieder wie die Schneekönigin, und dann sagt sie, guck mal, jetzt freut sie sich wieder. Bestimmt. Oh, böse, das Lipstick. Aber richtig übel. Das muss ja an dem Todesstern liegen. Ja, bei so einem fetten Todesstern, da bleibt hier die ganze Welt hier stehen in Schweden hier. Zumindest hier in Stockholm. Ich muss mich konzentrieren, sonst fahre ich wieder so einen Bockmist zusammen. Ich fahre jetzt schon so einen Bockmist. Aber es rollt zumindest. Naja, manchmal. Also im Moment denke ich, ich passe im Moment überhaupt nicht auf. Ich bin total neben der Spirale. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich noch zwei Pfannkuchen habe. Cosima, du bist nicht am Platz.
Boah, übel. Ich wollte hier mal ein bisschen gucken, hallo. Ah, okay, wir sind ja gleich da. Dann gucken mal morgen. Also morgen mal. Also morgen. Hey, hast du was getrunken? Brrr. Morgen, guck mal dafür morgen. Vor lauter Aufregung habe ich noch gar nicht. Ich habe total eine trockene Kehle. Ich habe gar nichts getrunken bis jetzt. Oh, ich habe total eine trockene Kehle. Vor lauter Aufregung hier. Boah, Slipstream geht aber richtig ab hier. Man merkt sofort. So, ein bisschen warten an uns hier. Da 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 da. Chum da bum da bing bang bong. Das hast du schon gefragt. Das hast du doch schon dreimal gefragt. Wir müssen ja hier rein. Ich denke gerade, hey, guck mal, das blinkt da. Oh, ich bin nicht. Oh nein, jetzt kann ich nicht zurück, oder? Und das Slipstream. Hier, kann man noch zurück oder ist da jemand? Ich kann ja so gucken. Oh, hör mal auf jetzt mit dem Slipstream. Edge, bist du spät gekommen, um uns zu ärgern? Du bist zu spät gekommen, Vogel. Naja, gut, der kann ja nichts dafür. Nicht beleidigen, das sind nicht die netten Schweden beleidigen. Das war jetzt nicht. Warum fährst du denn jetzt rück? Was habe ich da vorwärts gemacht? Warum Ding. So. Du bist heiß drauf auf American Truck Simulator. Da bist du bestimmt der Einzige. Ich glaube, es will gar keiner sehen, oder? Möchte jemand American Truck Simulator sehen? Auch mal, ich frage auch mal die YouTube-Leute. Möchtet ihr American Truck Simulator sehen? Keiner, oder? Bestimmt keiner. Da fragt mich jemand, wie alt sind sie? Alt. Sehr, sehr alt. Aber für einen Stein noch nicht alt genug. Und fürs Universum auch noch nicht. Aber sonst, menschlich gesehen, also wenn man jetzt die menschliche Hülle so, dann älter. So, wer gibt denn die Frachtpapiere ab? Alle wieder. Die Zuschauer geben die Zuschauer, damit die das auch mal richtig alle lernen. Und in der Zukunft die YouTube-Leute. Also, habt ihr gedacht, ihr kommt wieder davon, hä? Ah, nee. Also, die Zuschauer, ihr geht mal rein, Frachtpapiere abgeben. Lasst euch nicht bescheißen. Ach so, und wir sind ja hier in Ninfan. Ja, jetzt wird's lustig. Da könnt ihr euch, ja, spaßeshalber mal, könnt ihr euch wie die Stormtroopers, ja? Könnt ihr euch mal wie die von Star Wars, die Stormtroopers, ja? Könnt ihr euch mal so verkleiden. Auf jeden Fall. Weil hier in der Nähe ist der Todesstern, haben wir gerade gesehen. Hier gibt es tatsächlich den Todesstern. Unglaublich, aber. Den wird es jetzt aber nicht auf. Den wird es jetzt aber nicht in echt auf der Karte geben, oder? Soll ich mal bei Google gucken? Google Maps? Nee, wahrscheinlich. Den wird es dann nicht geben. Aber unsere Mutterschiffe, die gibt es auf jeden Fall. Der fliege weg. Der ist wahrscheinlich so geheim, dass es den in Wirklichkeit auf der Karte nicht gibt. Die anderen Schiffe, die gibt es. Auf jeden Fall. Mensch. Oh Mann, wir haben dem Pförtner gar nicht Hallo gesagt. Ach du Scheiße. Wie viel Zeit haben wir noch? Fahren wir erstmal mal hin. Das muss 11 Stunden. Ja, wir können ja noch locker hinfahren. Wir fahren erstmal mal zum Pförtner. Die Strafe muss sein. Wir haben ja gar nicht Hallo gesagt. Wir sind einfach durchgefahren. Nur, lassen wir uns zur Strafe jetzt erstmal dahin. Morning! Ja, Entschuldigung, Mensch. Wir haben gleich gequatscht. Ich habe gerade gequatscht mit den ganzen Leuten hier drinnen. Ja, wenn ich gar nicht gesehen, sorry, wenn. Ja, Hallöchen. Wenn du willst, kannst du dir ruhig einen Kaffee holen gehen. Hol dir einen Kaffee. Wir parken derweil ein hier alles. Wir sind auf dem Platz. Du kannst ruhig mal Kaffee dir holen gehen, Kuchen. Hol dir aus der Kantine Kuchen. Und wenn du so nett bist, kannst du mir gerne noch 2 Kirschstreusel mitbringen oder einen Pfannkuchen oder sowas. Ja, wir sind ja hier. Wir passen auf. Kein Problem. Und sorry nochmal, ja. Wir tauschen auch gerne mal Schmuddelhefte. So Limited Edition aus verschiedenen Städten und so. Also wenn du willst. Nur mal so durch die Blume gesagt, ja, durch die Blume gesagt. Im Moment haben wir, nee, wir haben im Moment aber keine bei, weil wir sind gerade frisch im Volvo drin, verstehst du? Den haben wir gerade, schau mal die Felgen, musst dir mal die Felgen anschauen. Wir haben gerade den frisch erst und wir haben noch gar nichts neu eingekauft. Okay, so. Ordnung muss sein. Das war zu viel. Was?
Oh, sie kriegen einen Wrestling-Vertrag, die beiden? Also geht da nicht in die MMA. Was immer das auch heißen mag. Hättest du jetzt gesagt LMAA, dann wüsste ich das. Aber du sagst ja MMA. Das ist dann wahrscheinlich was anderes. Das muss irgendwas mit Wrestling zu tun haben. Das weiß ich auch. Fliege. Du hast einen riesen Raum hier. Für dich ist es hier ein riesen Weltraum und du fliegst hier rum. Auf dem einen Video habe ich gesehen, da konnte man auch die Fliege sehen. Die wollte unbedingt auch mal, mitmachen. Nein, oh, was fährst du denn? Irgendwie läuft jetzt gar nichts mehr. 150% bitte. Wir sind hier in Schweden. Nein, wir drücken nicht Enter. Enter ist Loser-Taste. Wir wollen kein Loser sein. Wir wollen Elite sein. Sind wir ja meistens auch. Meistens kriegen wir ja schon 150% jetzt hin. Das sind aber leider nur 70 bis 80. Deswegen müssen wir leider nochmal ansetzen. Nee. MMA. Heute bin ich besonders gut. Ich merke das schon. Ich bin heute richtig gut. Was bin ich heute wieder gut? Also wenn ich mich nicht konzentriere, dann kommt echt nur Bockmissbrauch. Aber jetzt. Jetzt. Darf ja aber auch 150%, oder? Sieht gut aus. Das fragt man doch Frauen nicht. Man fragt doch nicht, wie alt sie sind. Aber hallo, kann ich dir sagen. Hallöchen. So, schauen wir mal, was er... Warte mal, genau. Schauen wir erstmal, was er eingepackt hat. Naja, es sind 100%, aber keine 150. 150 sind maximal, die man erreichen kann. Da muss er perfekt drinstehen. Auf beiden Seiten. Dann hast du 150%. Aber das sind hier auf jeden Fall 100%. Ich würde sogar sagen, wieder 105. 100 bis 110. 100 bis 110% würde ich auch sagen. Obwohl er ein bisschen schief vorne steht. Vorne steht er noch ein bisschen weiter nach links. Aber 100, sagen wir 105%. 105 bis 110. So muss Mut aus und schimpfen hier wieder. Und, warte mal, das ist den richtigen Winkel haben wir im Abbruch. Mal gucken von dieser Seite, oder? Kann man sehen? Kann man sehen? So. So, mal sehen, ob wir das Rädchen sehen. Ja! Bam, wuff, baff, zong, tschak, zing, waff. 2437. Leute, ja, da müssen wir uns mal ein bisschen Mühe geben mit. Ich dachte, wir kriegen mehr. Habt ihr euch wirklich Mühe gegeben, die Zuschauer, beim Frachtpapier abgeben? Habt ihr euch wirklich Mühe gegeben? Ich habe das Gefühl, ihr hattet nicht so richtig Lust beim Frachtpapier abgeben. Nein, nicht 99,9%. Das waren mindestens 100. Er war ja komplett drin in der Parkbucht. Komplett im grünen Bereich, komplett drin. Wenn er komplett drin ist, sind es schon mal 100%. 100%. Wenn er komplett auf beiden Seiten gerade drin steht, perfekt, gerade alles, dann ist er 150%. Alles, was dazwischen ist, hat Variationen. Zwischen 100 bis 150%. Die letzten Mal habe ich ja meistens so 120, 130, 140 geschafft. Diesmal waren es auf jeden Fall 100 bis 110 so. War ja komplett drin, wie gesagt. 100, also komplett drin heißt 100%. So wie er irgendwo gegenschlägt, an irgendeinem grünen Punkt auf diesen Einpachbucht gegenschlägt, dann bist du schon nur noch bei 90%. Ja, dann bist du nur noch bei 90. So wie er irgendwo gegenschlägt, bist du schon schlecht. Bist schon bei 90. Aber wir hatten ja komplett drin. Also 100%. Plus noch den, wenn er dann noch besser in diesem grünen Bereich drinne steht. Da geht es dann aufwärts bis 150%. Genau. Also, und war ja ziemlich gut drinne gestanden hat bei mir auf beiden Seiten, kann man sagen, war es schon eigentlich so 110%, kann man schon sagen. Klar doch, Mann. Ja, letztens hatten wir wieder mal 89%. Das war eigentlich Schande gewesen. Da war ich wahrscheinlich wieder geistig stark umnachtet gewesen. Leider. So, Leute. Achso, ich wollte gerade sagen, wir sind in Niasam. Also sind wir ja durchgefahren. Schade, Mensch, da fehlt uns noch was.
Und wir haben in Stockholm, haben wir an dem, hier an dem IKEA-Gelände, ist also das, der Todesstern. Nur so ein Ding. Und wir haben es fotografiert. Das glaubt uns sonst keiner. Und wir haben noch was übrig gelassen, leider. Und da müssen wir auch noch rauf. Also das heißt, da müssen wir sowieso irgendwann hinlegen, irgendwelche Frachten oder so. Also Stockholm scheint eine spannende Gegend zu sein. Wer weiß, was da hinten noch los ist. Aber unser Weg, genau, unser Weg wird kein leichter sein, denn unser Weg heißt Uppsala. Was, 130%? Wer, Natalu, wer 130%? Du hast ja gesagt, du kannst es nicht mit den einpacken. Also kannst nicht du das sein. Hast du selber gesagt? Hast du selber gesagt? Selber zugegeben. Guck mal hier, unerschlossen. Und überall, wo immer eine Gamer-Convention ist, ja, die ist, glaube ich, überall. Egal, überall, wo eine Gamer-Convention ist, da sind irgendwelche außerirdischen Sachen. Und, hey, wartet mal, das gibt einem zu denken. Also, ich bin ja auch. Wir haben uns überall dort positioniert, wo praktisch die Gamer-Conventions sind. Die IKA, ja? IKA Gamer-Conventions. Das heißt, wir werden also zuerst werden wir Kontakt aufnehmen mit den Gamern. Komisch, das ist ja fast hier bei Hypnos World, oder? Ja, wenn wir praktisch den ersten Kontakt mit den Menschen aufnehmen, ja, die TS, ja, wenn wir der erste Kontakt mit den Menschen wird natürlich das wird in der Gamerwelt passieren. Weil die sind ja schon einiges gewöhnt, die Gamer, logisch. Also wird der erste Kontakt bei den Gamern stattfinden. Tja, und deswegen landen wir auch überall da, wo die Gamer Conventions sind. Tja, so ist es. Nun wisst ihr auch, warum ich da bin. So schließt sich der Kreis. Ja, so schließt sich der Kreis. Was? Also ich kann nicht einparken, wenn ich Ware transportiere. Nur ohne. Ohne Last kann ich das. Ohne Last. Sag ich dazu. Okay, Leute. Wir schauen mal, was da so abgreifen. Natürlich ein Boot, oder? Aber wir müssen dann mal schlafen, glaube ich, gehen. Das, oder? Sind wir noch so frisch, weil wir 11 Stunden hatten? Zeig mal her. Wir sind ja ausgeschlafen. Wir kamen ja direkt von der Fähre und drüber nach Uppsala. Das ist gar nicht so weit nach Uppsala. Ist ja auch ein Katzensprung, oder? Wir gucken mal, genau. Lass uns mal gucken. Nee, wir müssen erstmal die Fracht, wir müssen mal abziehen. Ziehen wir es mal ab, damit die hier arbeiten können. Hat er gerade starten? Voll geil. Vorsichtig abziehen, nicht, dass du noch was abreißt oder so. Oder falls der Lehrling hier oder so vergessen hat, die Muffe da zu lösen, keine Ahnung. Wir ziehen das Ding ab und alles reißt runter. Der Stapler will gerade reinfahren. Wir ziehen den Auflieger ab. Der Stapler knallt runter von der Rampe. Wir reißen uns noch die Muffe weg. Drinnen kippt alles um. Die ganze Düngemittel wird auf dem Platz verteilt. Das muss alles nicht sein. Deswegen immer vorsichtig abziehen. Guck mal, eine Planierraupe oder wie die Dinger heißen. Eine Walze. Da walzt man die Flamer mit platt. Nein, das ist gemein. Aber die sind doch auch immer so gemein. Na und trotzdem, man muss sich ja nicht auf dieses Niveau herabbegeben. Na gut, dann nicht. Dann keine Walze. Aber Feuer, okay? Feuer. Feuer ist erlaubt. Nein, auch nicht verbrennen. Okay, dann nicht. So, jetzt nochmal ein Kollege hier. Kollege! Warte mal. Fahr mal ein Stück vor, der sieht uns ja gar nicht. Ich kann nicht mit dem Quatsch, wenn ich ihn sehe. So, alles, das Kaffeechen geholt, alles klar? Okay, gut. Ja, wie gesagt, Hefte, denk dann, wenn du mal für uns eine Limited Edition hast, heb die auf. Wir kommen ja öfters, dass wir Tauschgeschäfte machen können. Ja, du kriegst dann, vertausch die nicht mit Leuten, die hier aus der Umgegend oder so wohnen, ja? Du kriegst von uns von anderen Städten, das ist wesentlich cooler, sag ich dir. Also nicht mit den Einheimischen tauschen. Denk dran. Und wir gucken ja bald mal. Wir fahren gleich, ja. Wir wollten mal kurz in unseren PDL gucken wegen Auftrags und Aufträge und so. Wir sind ja hier on the fly unterwegs. Wir sind ja schließlich die Macher hier. Die Hutmacher. Gut. Wir müssen nach Uppsala. Wie sieht's denn aus auf dem Frachtmarkt? Was bietet uns denn der Frachtmarkt so an? Stockholm, ja, sind wir schon. Wir ein Trick vom Onkel wieder. Ganz kann, aber alles dahin. Komm, Uppsala, ein Uppsala. Okay, wir fahren ins Hotel. Ist aber nicht schlimm. Aber das Hotel ist wieder so weit weg. Wo ist denn das nächste? Wo sind denn hier die? Wusch. Da haben wir was Unentdecktes. Das unentdeckte Land. Wie es bei Star Trek heißt. Naja, direkt. Wie, geradezu ist ein Hotel? Ah, um die... ich glaube, das ist wieder so Standard. Das ist der mal... Ja, genau, wir sind ja dran vorbeigefahren. Dann los. So. Wie heißt denn eigentlich auf Schwedisch Tschüss sagen? Taxamücke? Nee. Taxamücke heißt, glaube ich, Dankeschön. Oder? Dankeschön heißt Taxamücke, oder? Taxamücke? Wie heißt denn auf Schwedisch Tschüss sagen?
Schech auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Wenn wir jetzt Schech sagen, dann holt er seinen Revolver und schießt uns in die Birne. Nee, Schech können wir nicht bringen. Dann guckt er uns dem nicht an. Was haben wir jetzt? Ja, taxam. Servus. Mach's gut, Kollege. Mach's gut. Hier wird gebaut. Wie sagen wir immer? Die Republik baut. War eine schöne Fahrt, oder? Seien wir ehrlich, das war schön heute. Heute war schön. Haben die Fähre gesehen, wir haben schöne Bilder gemacht. Ja, welche Bilder nimmt man? Heute haben wir ja... Mensch, wir haben den Todesstern, nee, den Todesstern, was machen wir denn jetzt? Todessternbild nehmen? Oder nehmen wir das... Wir kommen, Schweden, wir kommen. Nee, Schweden, wir kommen. Und da schauen wir drauf, hier gibt es den Todesstern oder sowas. Linker sitzen. Ach. Wofür habe ich eigentlich eine Rückenlehne, wenn ich die nie benutze? Damit du Kreuzschmerzen bekommen kannst. Ach so, deswegen. Ja, ich habe gerade auf dem Dings hier gesehen, dass grün wird. Ah, Mann. Oh, hier gibt es eine Menge Kollegen, hier wird richtig geackert. Oh, gleich wieder rein hier. Einmal rum. Zack. Dann machen wir hier auch Feierabend. Ist doch wunderschön. Na, passt doch ideal, Leute. Guck mal. Ideales Feierabend-Dings. Guck mal. Oh yeah! Woo! Oh, ein perfekter Tag. Ein perfekter Tag, die Welt steht still, ein perfekter Tag. Komm Welt, lass dich umarmen, perfekter Tag. Guck mal hier. Yeah. Oh. Hallöchen. Ich wollte nur Hallo sagen. Wir fahren sofort weg. Ich lade nur die Leute aus. Stockholm, sie warten schon auf mich. Yeah, wir waren ja schon hier gewesen. Das sind ja meine. Guck mal, die eine ist blond. Nein, ich sehe sie gar nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Warte, mal, ich ein Foto machen? Nee, das mache ich morgen. Und vielleicht sind sie morgen weg. Vielleicht liegen sie morgen noch im... Vielleicht kann sein, dass sie noch morgen im Zimmer liegen. Das kann sein. Dann kann ich keine Fotos machen. Sollte ich jetzt ein Foto machen? Dann verpasse ich die Chance. Naja, es kommen noch andere Chancen, aber... Kann sein, dass sie morgen im Zimmer noch sind. Ich sehe sie gar nicht, Mensch. Ich kann gar nicht winken. Nur ein Stück zurückfahren. Achtung, nicht, dass wir den Bodyguard überfahren. Ein kleines Stück, ein klitzekleines Stück. Nicht, dass der sich aufregt. Hallöchen. So, steigt mal aus, Leute. Ich muss noch kurz mal... Ja. Ich muss mal kurz mit den beiden Mädchen sprechen, ja. Privat. Also geht mal schon mal ins Hotel. Achso, und ich glaube, für mich braucht ihr diesmal keine Präsidenten-Suite bestellen. Ich werde zur... Ne? Da. Ich gehe dahin. Denn die eine hatte mir schon über PDA hat sie mir geschrieben gehabt, dass sie Kirschstreusel besitzt. Hallöchen. Ja, ich komme ja gleich. Gleich geht los. Nee, gleich. Machen wir ein bisschen Sightseeing und so. Aha, Ninfa möchte die blaue Präsidentin. Ja, kannst du haben. Erlaube ich dir. Will noch jemand eine Spezialsuite haben, sonst kriegt er die normalen 7 Sterne. Die normalen sind ja auch schon super. Die 7-Sterne-Zimmer sind das alles 7-Sterne-Hotel, ja. Die Präsidenten-Suite sind dann nochmal so extra, nochmal eine extra Erhöhung, nochmal ein extra Ding. Matalu lächelt nur. Und, rein, nur nochmal kurz. Gleich, ich zeige euch gleich. Ja, gleich. Ich muss nur die Leute hier, ne? Und dann, ja, wenn die Leute wechseln. Dann können wir so ein bisschen so... Natalu will die rote haben, okay. Ja, diesmal ist die rote frei und die grüne und so. Ich bin bei... Sag mal, ist das Dings ja, oder? Wie hießen sie doch gleich? Lisa und Lara? Die werden so gerne Spaghetti essen. Gut. Ja. Genau. Gut, guck mal, schau mal. Ich habe sogar geschaut, ob jemand hier lang fährt. Nicht, dass wir reinfahren in die Spur. Alles super, oder? Das läuft ja teilweise. Teilweise läuft es ganz gut. Krieg Cosima was mit. Ich kann mich gar nicht trennen von den beiden. Ich würde sogar ein Foto machen. Nee, aber wir haben halt schon... Das passt jetzt nicht. Achso, denkt dran, wenn er jetzt reingeht... wie immer. Denkt dran, wenn er jetzt reingeht, macht mal sicherheitshalber lieber an euren Türschild vorne, also am Ausgang, wo ihr rausgeht durch die Tür. Entweder hängt ihr ein Zettelchen an die Tür, wir sind von Hypnos Vault, oder macht direkt einen Zettel irgendwo an der Tür ran, wir sind von Hypnos Vault. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Todesstern hier schon fertig ist. Nicht, dass ihr hier irgendwie assimiliert werdet oder so irgendwelche Sachen. Ja? Also macht einen Zettel ran, wir sind von Hypnos Vault, dann ist alles in Ordnung.
Gott sei Dank haben. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt nicht den Todesstern nicht gesehen. Ihr würdet keine Zettel ranmachen und morgens wacht ihr auf und seid plötzlich andere Leute oder so. Oder wacht gar nicht mehr auf. Oder seid schon in irgendeinem Genexperiment untergebracht. Also Gott sei Dank, dass wir das Ding gesehen haben. Nicht zu denken, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wir es nicht gesehen hätten. Also für euch jetzt. Gott sei Dank, seid froh, dass ich das gesehen habe. Wie gesagt, ich hatte keine Info darüber, dass hier ein Todesstern gebaut wird in Stockholm. Das war echt ein Ding. Wer weiß, was in den anderen Städten los ist. Vielleicht haben wir das bloß nicht gesehen in den anderen Städten. Wir sollten uns die anderen Städte dann auch nochmal genauer anschauen. Malmö, Örebro, jetzt Stockholm. Das sind ja schon drei Städte in Schweden. Komplett eingenommen. Merkst du ja auch am Slipstream. Hier ist gerade eine megamäßige Zeitverschiebung im Gange. Aber richtig übel. Ich glaube, das sollte ich mal in der Zentrale Bescheid sagen, dass die nicht übertreiben sollen mit der Zeitverschiebung. Nicht, dass wir noch den ganzen Planeten außer Zeit und Raum bringen. Ja, also den ganzen Planeten aus seinem Raum-Zeitkontinuum herausreißen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob die Menschen damit klarkommen. Ich weiß auch nicht, ob die alle überleben dürfen oder wie oder was mit den Menschen überhaupt passiert. Da habe ich auch noch keine Order drüber. Ein paar werden ja assimiliert, das ist ganz klar. Die Rote hat immer Menschen, die von Vampiren. Darf ich immer beißen? Ne? Na, Band! Ouch. Ach, weg, Kinderspiegel, weg! Wir fahren nicht mit Kinderspiegel. So, da haben wir also heute in Stockholm den Todesstern gesehen. Und wir haben ihn fotografiert. Unglaublich. Und ich dachte zuerst, das ist ein Mond. Ich hätte nicht gedacht, dass er echt. Ich meine, sagt er, es ist der Mond oder so. Aber das wäre auch unlogisch gewesen, wenn es der Mond gewesen wäre. Ich muss mal den Motor ausschalten. Dann sind wir in Schweden, da müssen wir schnell ausschalten, sonst verscherzen wir uns das hier noch mit dem Hotelinhaber, also mit dem Konzert und das alles. Also ich hätte nicht, wenn es der Mond gewesen wäre, ja, dann hätten wir ja überall den Mond gesehen. Aber wir haben ja bisher zum ersten Mal den Mond hier gesehen und der Mond ist aber nicht der Mond. Wenn man näher ranfährt, sieht man, es ist der Todesstern. Völlig verrückt. Hey, was geht, sagt einer. Wir haben den Todesstern gesehen. In Stockholm ist er. Wir haben sogar fotografiert. Den gibt es hier tatsächlich. Tja, verrückt. So. Zack. Zack. So, Leute. Erstmal die YouTube-Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, mal sehen, was ja noch alles in Schweden. Also, jetzt haben wir schon zwei Mutterschiffe, die wir sogar in Wirklichkeit gesehen haben. Die gibt es also tatsächlich in Malmö. Und in Örebro gibt es tatsächlich zwei Mutterschiffe. Die haben wir ja auch uns bei Google Map angeschaut gehabt. Und jetzt ist praktisch der Todesstern aufgetaucht in Stockholm. Jetzt haben wir schon also drei abgefahrene Dinger in Schweden. Weil wer weiß, was da noch alles rumsteht. Also, wir müssen mal uns genauer Schweden, glaube ich, angucken irgendwann. Zwar nicht alles auf einmal, aber so stückchenweise mit den LKW oder mal abwechseln. Aber in Schweden scheint echt hier. Ich glaube, in Schweden war ja auch das Ungeheuer von Loch Ness. Also wir haben da in Schweden ist echt tierisch was. Da geht das sind andere Welten, Schweden. Dann noch die heißen Frauen, die Dienstmädchen, 7-Sterne-Hotels. Also Schweden ist ja richtig mal abgefahren. Gut, ich schalte jetzt mal ab für die YouTube-Leute und vielen Dank fürs Zuschauen nochmal, ja? Voll cool.